Eigentlich ging es auf der Premiere von Mord der Kleinen nur um einen, Johnny Depp. Doch als der im Kino verschwunden war, gab es auf dem Red Carpet nur noch ein Thema, das Dschungelcamp. Wer wird die Krone holen? Ex-Bachelor-Kandidatin Daniela Michalski sieht eine Kandidatin ganz weit vorn. Wer gewinnt? Also ich muss sagen, Rebecca kommt aus meiner Zirkusfamilie und hat schon viel erlebt. Kalt, heiß, Dreck, Tierchen, Reisen, hoch, tief. Die ist auch ziemlich cool. Das ist eine coole Socke. Rebecca wer? YouTuberin darum sind die meisten Kandidaten dieser Staffel völlig unbekannt. Ich habe noch keine einzige Folge gesehen. Ich kenne aber auch, glaube ich, keine einzige Person, die im Dschungelcamp ist, bis auf die Glücksradfee, glaube ich. Wie jetzt? Scheitert das Dschungelcamp in diesem Jahr etwa ausgerechnet am Bekanntheitsgrad der Promis? Also ich würde sagen, dass ich die letzten Staffeln schon verfolgt habe, so wie man das verfolgt halt. Man macht sich drüber lustig, aber guckt es trotzdem. Aber jetzt habe ich es einfach noch nicht geschafft, gestern und vorgestern. Dschungelcamper, die keiner kennt? Das ist eigentlich nichts Neues. Und zumindest im Fall von Sarah Kulka kann Model Luisa Hartema mit Insiderwissen aushelfen. Ja, also ich kenne sie auch sehr gut. Ich habe 3 Monate mit ihr zusammengewohnt. Und natürlich verfolgt man das. Und man drückt natürlich alle Daumen, dass sie das schafft. Angelina Heger hat mittlerweile das Handtuch geworfen. Aber es gibt ja noch 10 andere Camper. Und wer von denen die Krone holt, ist zumindest Moderator Patrice Bouedibela völlig wurscht. Da habe ich dann noch gar keine Meinung dazu, weil es auch sehr, sehr schwer auszumachen ist und ist mir tatsächlich auch wirklich egal. Aber ich gucke es einfach nur so. Es ist ja auch ein Stück weit Popkultur und was am meisten auch Spaß macht, ist ja irgendwie dieser ganze Social Media Kontext. Das ist das, was am meisten Spaß macht. Wenn es ums Dschungelcamp geht, lästert eben auch der ein oder andere Promi gerne mit. Nur einer hat sich bereits jetzt zumindest den Respekt von Patrice verschafft. Ich wusste von diesem Aurelio erstmal gar nicht. Ich habe nicht verstanden, warum alle immer so einen Hals auf den hatten. Ich habe jetzt im Nachhinein Material von ihm gesehen, kann es jetzt nachvollziehen. Aber der verkauft sich wunderbar, muss ich sagen, bis zu diesem Punkt.